So, ich lasse euch mal hier mit der Kurve etwas stehen. Ich bin mal knapp eine Minute nicht zu hören. Ich denke mal, das ist auch ja, erholsam. ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Das war nicht ganz eine Minute. Genau, es war nur das Geräusch der Kaffeemaschine, was ich euch ersparen wollte. So. Gibt es hier irgendwie schon Zeiten? Nö. Nö, nö, nö. Die Startaufstellung jetzt im zweiten Rennen, wie ich. Dann in der Formation Lab bekannt. Da hat man wenigstens während der Formation Lab was zu erzählen. Könnte man das nicht so machen, dass man diese Kurve hier unten auslaufen lässt, einfach nur im Oval und dann wieder nach oben, schöne lange Gerade, sodass man hier auf Topspeed kommt, kurz vor dieser Kurve und das dann so 200 Mal mit 40 Autos. Ach, Mensch. Da bräuchte man nur noch die Fähnchen anmachen, unten sich mit der Kamera hinstellen und die, alle die, die abfliegen, die kommentiert man und irgendwann so die letzten 10 Runden, die gucken wir uns dann aus dem Cockpit an und schon haben wir einen gnadenlos spannenden Livestream. Nein, Blödsinn. So. So richtig kriege ich hier keine Zeiten. Fahren die keine? Doch, ich habe hier Zeit. Ach, jetzt kommen sie. Genau. Jeremy Böde, 1:30,474. Ja, und da hinten wird es jetzt irgendwie dunkel. Und ich würde mal sagen, haben wir jetzt hier das Regen-Plugin installiert. Wäre natürlich mopsig, weil der Porsche keine Regenreifen hat. Wird jedenfalls bitter, bitter dunkel da hinten. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Upsala. So. Ja, also das sieht schon mal ziemlich bedrohlich aus, was hier auf uns zuzieht. So, wir gehen aber mal wieder vollformatig auf die Strecke. Wir haben noch 3 Minuten. Jetzt kommen ja dann auch noch ein paar Zeiten. Also Alex Riedel hat sich jetzt hier nach vorne geschoben, 29,095. Marco Blech dahinter, 29,649. Also
Gut. Wichtig ist das nicht, aber lustig finde ich das schon hier mit diesen dunklen Wolken. Wäre natürlich jetzt mal spannend zu wissen, ob auch die Streckentemperatur extrem runtergeht. Momentan alle in der Box. Der Göstädtler kommt gerade rein. Ach nee, doch nicht alle in der Box. Der Marco Saupe fährt auch auf die Position 1 jetzt. 1:28.706. Göstädtler fährt raus, fährt noch mal ganz nach vorne. Super als kleines Danke. Da hat doch schon jemand sein Auto ziemlich ramponiert. So wie es aussieht, gehen wir mal hier einmal durchs Feld durch. Schauen mal, ob sich hier noch was verändert hat. Da werden auch noch ein paar Startübungen gemacht. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Nee. So, Riedel jetzt hier nochmal mit Bestzeit. Warm-up Best. Zwischen. Nee, hier. Warm-up Sektor Bestzeit. Ja, ohne heftiges Risiko geht hier nichts. Wenn man hier schnell sein will, muss man wirklich, also ich weiß nicht, ob man die Augen dazu zumacht, aber auf alle Fälle muss man sehr, sehr mutig sein. Da geht es auch nochmal ab in die Mauer. Boxengasse. So, und Alex Riedel haut hier mal eine 27, 777 in den Asphalt. Ja. Warm-up. So, da oben hält sich's auch wieder auf, oder? Doch nicht? Mal. Oh ja, von wegen. Also das ist hier. Junge, 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 Junge. Da hat aber ja, englisches Wetter. Anders kann man das nicht sagen. Oder britisches Wetter, besser gesagt. So, Warm-up-Zeit ist abgelaufen. Herr Teigeler, walten Sie Ihres Amtes bitte. Wir wollen Action sehen. Genau. Der hört, der Junge. Der hört. Ich bin begeistert. So, jetzt haben die Herrschaften 30 Sekunden Zeit. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob der Patrick Fässer. Ja, jetzt fährt er mit. Jetzt fährt er mit. Ja, der wird sich aber was geärgert haben. Wenn er das vorhin schon verschnarcht hat. So. Dann haben wir jetzt hier eine Startaufstellung. Und zwar, der Kai Kindermann wird von Pol starten, gefolgt von Jeremy Böde. Auf Platz 3 dann der Daniel Scheuerle, Platz 4 für Jörg Hormani, auf der 5 der Alex Riedel, auf der 6 Sascha Lestrange, auf der 7 Göstettler und auf 8 der Sieger des ersten Laufs, Moritz Kranz. Ich bin immer versucht, Marco zu sagen, deswegen muss ich bei dem Namen immer kurz nochmal auf die Liste gucken. Das wird mir aber hoffentlich bald eingängiger sein, der Name. So, das war's
waren die ersten 8, die hier in umgekehrter Reihenfolge zum ersten Rennen jetzt starten. Kein Kindermann. Sicherlich wird er jetzt da vorne so ein bisschen... Ja, wir hatten ja das gestern im GT3 Cup auch, der Hans-Peter Maid, eigentlich auch so ein Platz 8 bis 10 Fahrer so im Rennen. Und dann auf Pol stehend, da muss man schon relativ durchatmen. So. Marco Blech dann auf der 9, auf der 10 Peter Neuendorf, auf der 11 Markus Studer, 12 für Alex Humler, 13 Daniele Bonaventura, 14 René Hiddel. Da bin ich mal drauf gespannt, wo der hinfährt. 15 Hagen Tröger, Stefan Teigler auf der 16, auf der 17 Diekenbroch, 18 Steven Zecher, Entschuldigung, 19 Olaf Grabaum, Platz 20 für Marco Saupe, 21 Gerold Pfeiffer, Chris Eisold auf der 22, Raphael Stadelmann auf der 23 und von 24 startet nicht Simrace TV, die warten wieder fein ab, sondern Patrick Fester. So, wer war denn das, der da noch in der Box stand? Ist jetzt auch als Banane, habe ich jetzt nicht geguckt, ich habe immer geklickt und abgelesen. Deswegen habe ich das Bild nicht gehabt, aber wir sind jetzt hier gleich am Start und von daher schenke ich mir jetzt gucken, wer das ist, das werden wir dann schon sehen. Upsala. Nee, das funktioniert so nicht. Oh, jetzt gucken wir mal hier hin. Da kriegen wir aber nichts angezeigt. Gut, dann Namen wieder weg. U wieder aus. Die Ampeln an. Und jetzt starten wir den zweiten Lauf. Und das geht aber ganz blitzartig. Und Böde hier mit einem Sensationsstart. Er ist katapultartig abgeschossen und hat Kai Kindermann erstmal überhaupt keine Chance gelassen. Kindermann zurückgefallen auf die 2. Kommt hier auch sehr weit raus. Jetzt gehen wir mal direkt auf die 3. Das müssen wir uns hier anschauen. Kann jetzt hier Pomani, der schon einen Platz gut gemacht hat. Oh, da gibt es einen Stupser, Kindermann. Der Leidtragende. Auch mal eine nette Kamera, ein bisschen Chaos fabrizieren. Wahnsinn, Wahnsinnsbilder. Hier kommt das ganze Feld. Wir gehen auf Position 4 und schauen uns das an. Sascha Lestrange schon auf die 4 gefahren. Göstädtler auf der 6, Alex Riedel auf der 5, Daniel Scheuerle noch auf 3. Marco Blech auf 7, Kai Kindermann auf zurückgefallen auf die 8. So, hier ganz weit draußen Kormani. Was war? Jo, und da gibt es hier nochmal einen Stupser, aber er kriegt das Auto abgefahren, der Moritz. Das nenne ich mal Bild. Oh. Hier ist schon mal eine kleine Lücke. Platz 1 für Jeremy Böde. Platz 2 mit schon etwas Vorsprung. Daniel Scheuerle kurz vor dahinter Jörg Kormani. Der versucht sich jetzt hier durchzubremsen. Und ja, das ist natürlich jetzt Hammer. Jetzt hat er die Chance, jetzt kann er hier am Podest schnuppern. Momentan fährt er da drauf, so mehr oder weniger. Aber da ist noch lange nichts gegessen. Oh, jetzt gibt es hier den Angriff. Oh, Seite an Seite geht das hier durch diese Kurven durch. Und er muss zurückstecken. Kormani muss zurückstecken. Hammergruppe hier. Wenn ich das richtig sehe, ist Markus Studer und Raphael Stadelmann, die sind raus. Oh, aber diesen Körper, Mädels, macht's doch ruhig. Nein, das geht nicht ruhig, ich weiß. Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also, wer weiß, wie schwierig diese Fahrzeuge zu pilotieren sind, der kann nachvollziehen, was das
für Jungs sind, die diese Karren hier so unter Kontrolle haben, dass bei solchen Manövern da das Auto nicht weg. So, Böde jetzt mit der schnellsten Rennrunde, 1:28.290. So, Stettler hier auch dran an Riedel, also das ist ein ganz heißes Paket. Und alle Achtung hier vor Daniel Scheuerle. Ups, jetzt mit Fehler. Und jetzt müsste eigentlich Cormani die Chance haben. Nee, reicht nicht. Weil Cormani selber zu sehr unter Druck ist von Alexander Riedel. Cormani versucht es hier außen, das wird nichts. So, jetzt aber. Jetzt könnte es klappen. Jetzt hätte er die bessere Linie für sich. Aber er muss zu sehr vom Gas gehen, damit er nicht zu weit rausgetragen wird. Sonst hätte es einen Unfall gegeben. Muss er wieder zurückstecken. Also vorbeibremsen ist hier auf dieser Strecke fast unmöglich. Dazu sind die Kurven überall zu schnell. Jetzt guckt euch das an hier. Wir sind im Auto von Alex Riedel. Glaube ich jedenfalls. Genau so ist es. Das ist mal echte Action. So wünscht man sich das. Jérémy Böde jetzt nochmal schnellste Rennrunde 1:27.8. Und jetzt kommt von Lestrange schnellste Rennrunde 1:27.469. Und hier wird er überholt. Hier wird Riedel überholt von Göhl Stettler. Das schauen wir uns definitiv nochmal an. Göhl Stettler hier mit, hält sich hier erstmal zurück, peilt die Linie, wenn man das mal so sagen darf, hier auf der Start und Ziel und geht schon sehr frühzeitig hier aus dem Windschatten und bremst deutlich später. Das hat er sich in den Runden vorher abgeguckt und geht hier, bleibt hier davor. Wir gehen wieder live und holen uns wieder eine richtige Kamera. Aber er ist wieder gekontert worden. Stettler wieder zurück, aber das Manöver musste man zeigen, sorry. Ja, und der böse Fahrfehler hier von Alex Riedel. Das war wohl zu viel des Guten und er drückt auch Escape. Ah, wie schade. Sehr, sehr schade. Der war so ein bisschen das Salz in der Suppe im Fight von Jörg Cormani gegen Daniel Scheuerle. Aber jetzt hat natürlich Göhl Stettler freie Fahrt, obwohl auch der hier noch gut zu tun hat mit Lestrange. Die beiden Widersacher in der Meisterschaft. Stettler hat im ersten Rennen schon Punkte gut gemacht auf Lestrange. Das will er sich natürlich jetzt hier wiederholen. Aber wir haben gesehen, dass das doch im ersten Rennen so war, dass Stettler ihm schon davonfahren konnte. Und auch noch im Fight mit dem Moritz. Oh, wo ist der eigentlich? Moritz Kranz nur auf Platz 13. Auf Platz 13 zurückgefallen. Oh, wie bitter, wie bitter, wie bitter. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen nach hinten. So, jetzt reicht mir das hier gleich. Platz 20. Auch hier richtig was los. Chris Eisold gegen Gerold Pfeiffer. Eisold jetzt hier innen. Kann das was werden? Kann das nichts werden? Das sind ja auch Piloten, die auch durchaus weiter vorne fahren. Wie die jetzt auch immer da hinten nach hinten gekommen sind. Mein lieber Mann. So, gehen wir mal wieder noch ein Stück nach vorne. Patrick Fester schon bis auf die 19, aber ich glaube, dem fehlt so ein bisschen das Training aus dem ersten Rennen. Das ist nicht die Ideallinie, liebe Motorsportfreunde.
So. Dann haben wir hier Olaf Krabaum. Auch ziemlich alleine unterwegs. Aber hier Hagen Tröger und Kai Kindermann. Kai Kindermann zurückgefallen bis auf die 15. Oh mein Gott. So, gehen wir weiter vor. Also hier ist erstmal nicht allzu viel los. Becher hat sich wieder ein bisschen erholt. Ja, und ich glaube, ein ziemlich frustrierter, zumindest momentan frustrierter Moritz Kranz hier auf Platz 10 jetzt schon wieder vorgefahren. Also, oh Mann, ja. So, Daniel Scheuerle. So, aber wir haben hier diese Kampfgruppe. Daniel Bonaventura, dann Marco Sauber. Oh, guckt euch das an, zu Fürth. Upsala, und da geht einer ab. Das müssen wir nochmal schauen. Wer war das? Wen hat es da erwischt? Sorry für die Fähnchen. Das war schon wieder der Alex Humber, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, den es da erwischt hat. Hier Ende der Start und Ziel. Ja, hier passiert's. Hier passiert's. Bonaventura, ich glaube, das war schon im ersten Rennen so. Ja. Und Humler ab in die Mauer. Oh Mann. Der wird heute Frust schieben, da bin ich mir sicher. Oh, Replay ist hier noch angesagt. Das machen wir mal weg. Ich glaube, das stand noch vom ersten Mal. Sorry, Jungs, aber das ist ja hier so aufregend. Da kann man sowas schon mal vergessen. Nee, kann man nicht, aber ist passiert. Tut mir leid. So. Jetzt reicht es mir. Jetzt verlasse ich diese Gruppe da. Das ist ja... Seit wann benutzt man denn Facebook-Nachrichten zum Chatten? Da gibt es so einen Chat. Oh, sorry. Das musste jetzt mal sein. So, wie sieht's aus hier auf der Strecke? Machen wir mal kurzen Zwischenstand. Jeremy Böde führt nach wie vor auf Position 1. Wo ist er? Achso, da müssen wir natürlich anmachen. So, da ist er. Und der hat auch gut Vorsprung. Also, was heißt gut? Das ist deutlich 4 Sekunden vor Jörg Kormani. Ja, hier steht hier nur noch eine. Das ist jetzt richtig. Oh, die 4, die stimmt eher. So, aber dahinter, richtig. Richtig was los. Göhstädtler. Göhstädtler. Platz 2 im ersten Rennen. Angekündigt war eine 3. Platz 5 hat er angekündigt für das zweite Rennen. Und jetzt fährt er momentan hier auf 3. Sascha Lestrange dahinter. Und das ist hier wirklich ein Kampf um Platz 2, 3, 4. Also Kampf um Platz 2. Weil die sind hier innerhalb von wenigen Zehnteln, diese drei Autos. Also grandios. So,
da sehen wir, wie es die Autos hier aushebt über diese Curbs. Kommt man da quer oder muss man beim Aufsetzen einlenken, dann ist es vorbei. So wünscht man sich das. So wünscht man sich das wirklich. Der Himmel ist mittlerweile auch wieder blau. Und Gil Stettler hat hier alle Hände voll zu tun. Nach vorne gegen Jörg Kormany, nach hinten gegen Sascha Lestrange. So, gucken wir mal weiter. Wir sind hier auf Platz 4 mit dem Sascha Lestrange. Die fahren hier so brav hintereinander her. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich jetzt hier weiterschalte, dann wird hier wohl irgendwas passieren. Auf der 5 haben wir den Marco Saupe. Auf der 6 Peter Neuendorf. Nicht gefolgt von Marco Kranz, der mittlerweile schon auf 7 ist. Der fährt ein ganz hervorragendes Rennen. So viel Pech, wie er im ersten Drittel hatte. So gut fährt er jetzt, wollen wir mal hoffen, dass er seinen Rhythmus gefunden hat und hier auch jetzt ja keine weiteren Fehler macht oder nicht mehr in irgendwelche brenzlichen Situationen gerät. So, die Hälfte haben wir so fast um. Also der Führende sollte so gerade eben bei der Hälfte ankommen sein. Und jetzt passiert's. Marco Kranz kann vorbeigehen. Fehler von Neuendorf und Marco Kranz ist vorbei. Und ich denke mal, die Position lässt er sich jetzt auch nicht einfach so wieder wegnehmen. Auch wenn Neuendorf nicht unbedingt der Langsamste ist. Aber da würde ich sagen, Kranz geht jetzt weiter. Der hat einen Rückstand von 3,3 Sekunden auf Marco Saupe. Also vielleicht sehen wir auch da noch, dass er sich noch in die Top 5 reinfährt. So wünschen wir es allemal nach dem Pech, was er hatte. Allerdings wünsche ich auch genauso dem Markus Haupe, dass er seinen 5. Platz behält. So, Peter Neuendorf jetzt 7. auf Platz 8. Daniel Scheuerle alleine unterwegs. Daniele Bonaventura auch alleine unterwegs. Ist vielleicht momentan auch besser bei der Tagesform, die er heute hat. Steven Zecher auf 10. Auch da nicht wirklich irgendwie... was in Sicht. Auf der 11 haben wir Marco Blech. Auf der 12 Kai Kindermann. Platz 13 für Jochen Diekenbrock. 14 Olaf Krabaum. Und der wird hier gerade geschnupft von Patrick Fester, der jetzt auf 14 fährt, nach einem Fehler von Olaf Krabaum. Chris Eisold auf der 16, auf der 17 Hagen Tröger, auf der 18 Gerold Pfeiffer. Und dann ausgefallen. Oh, oh, oh. Wir haben nur noch 18 Autos von 25 gestarteten. Von 23 gestarteten. Also 5 Ausfälle schon. Stefan Teigler, Alex Hummler, René Hiddel, Alex Riedel, Markus Studer, so rum, jetzt haben wir es. Und Raphael Stadelmann. Also die sind alle ausgefallen. So. Und ein ganz überragend fahrender Jeremy Böde, der natürlich davon profitiert, dass die drei hier hinten so schön fighten. Und zwar Jörg Kormany, Gil Stettler und Sascha Lestrange. Da bleiben wir jetzt auch mal so ein bisschen dran, weil ansonsten ist nicht allzu viel Bewegung hier im Feld. Also eigentlich ist es ja erfahrungsgemäß so, zumindest im GT3 Cup ist es so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier wesentlich anders ist, dass das zweite Rennen nochmal etwas spannender ist, weil halt die ersten 8 da richtig zu fighten haben. Aber es ist ja nach wie vor spannend, weil wir haben ja hier diesen tollen Dreikampf. Und so ein bisschen hat Stettler jetzt abreisen lassen auf Kormany.
das geht hier wirklich auf den Millimeter. Da macht keiner einen Fehler. Jeder wartet im Prinzip auf den Fehler des anderen, versucht sich den einen oder anderen Vorteil rauszufahren, schaut aber auch, wo er vielleicht besser unterwegs ist, in welchem Streckenabschnitt, wo er einen Angriff setzen könnte. Das ist hier der Tagesjob eines Rennfahrers, eines virtuellen. Genauso wie in der Realität. So, wir gucken mal hier, wo könnte es denn noch ein bisschen eng sein, aber es ist hier das gesamte Feld, eventuell auf Platz 15, der Olaf Graberhom, der wird mir hier relativ dicht angezeigt am Patrick Fester. Wir haben das vorhin gesehen, Olaf Graberhom durch einen Fehler hier raus und er fährt da wieder ein bisschen ran an den Patrick Fester. Und der Patrick war ja auch nicht unbedingt sehr sicher hier unterwegs. Also wir haben ja auch schon Ausrutscher von ihm, zumindest einen heftigen Ausrutscher von ihm gesehen. Gut, den kann jeder mal passieren, aber... So, Gürstädtler fährt die schnellste Rennrunde jetzt fast zum Ende, also nach zwei Dritteln der Distanz. Das möchte ich mal sagen, ja, Hut ab, 1:27.349. So, hier passiert jetzt auch nicht so viel. Jetzt gehen wir wieder nach vorne. Marco Saupe. So, und hier ist nach wie vor alles beim Alten. Lestrange jagt Stettler, Stettler jagt Kormani. Mein Gott. So, aber jetzt, was ist das jetzt hier? Oh. Aber jetzt gibt's vielleicht den Angriff von Stettler. Das dritte Auto sieht man hier fast gar nicht aus der Cockpit. Man sieht nur das Heck von Kormani. Also nur wenn es mal so ein bisschen links und rechts hier geht, dann kann man sehen, dass da noch einer davor ist, der in etwa genauso weit ist. So, Stettler. Oh! Jo. Hier gab es jetzt einen Stupser von Lestrange. Lestrange jetzt erstmal vorbei. Und jetzt fährt Kranz die schnellste Rennrunde mit einer 1:27.326. Also die müssen ja hier wirklich noch Reifen haben, die Jungs. So, wir vermerken, Lestrange hier nur mit einem Stupser vorbeigekommen. So, das hat natürlich wieder Kormani etwas Luft verschafft, aber scheinbar ist es tatsächlich so, wenn wir das hier mal uns anschauen, der Lestrange schießt sofort auf Kormani auf. Das heißt, der war die ganze Zeit schon deutlich schneller, kam hier irgendwie nur nicht vorbei und jetzt ist ihm vielleicht mal so ein bisschen der Kragen geplatzt. Er gesagt hat, jetzt gebe ich ihm mal Ding mit. Also das ist etwas, was im realen Rennsport jetzt auch nicht unbedingt für Blumensträuße sorgt, aber auch jetzt nicht so bestraft wird. Ich denke mal, dass da auch der Gühlstädtler etwas früh auf der Bremse war, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich Kormani quergestanden, irgendwas konnte man nicht genau sehen. War jetzt auch nicht so die Szene, wo man jetzt sagt, jetzt muss man sich das nochmal im Replay anschauen. Das war schon okay so. Und es verhilft dazu, dass der Lestrange jetzt hier vielleicht irgendwie noch dem Kormani so richtig an die Wäsche geht. So, und dann wollen wir mal schauen, der Moritz Kranz ist auf 6 und hat, ach, da gehen wir mal hin, denn der ist dran, scheinbar, ja, da fahren so etliche rum mit in diesem Martini-Design, mit ihrem Namen dann statt dem Martini da drin. Ja, recht witzig. Nur zu viele sollten es davon nicht werden.
Aber es wird wohl ein Team sein. Also wenn das kein Cut war, mein lieber Moritz, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat es einen Vorteil gebracht, weil jetzt ist er richtig dran an seinem Teamkollegen. Jetzt weiß ich nicht, wie die jetzt hier so drauf sind. Sagt er, okay, komm, lass mich mal durch. Das ist eine heiße Kiste. Wir gucken mal nach vorne, da hat sich noch nichts... Oh mein Gott! Mein Gott, wir haben die... Oh. Göstädtler ist auf 2, Sascha Lestrange auf 3 und Jörg Kormani auf 4. Das haben wir jetzt verpasst. Oh, das tut mir jetzt echt leid. Ich versuche die Szene nochmal einzufangen und hoffe, dass wir hier irgendwas kriegen. Aber ich befürchte, dass das schon eine Weile her ist. Außerdem haben wir jetzt hier auch noch Lex. Ich glaube, hier war irgendwas. Hallo? Hallo? Vorwärts gehen. Vorwärts wäre schön. So, ich glaube, das ist hier... Nee, das ist schon Göstädtler. Also wir gehen jetzt wieder live. Das ist zu weit zurück. Tut mir leid. Entschuldigt bitte, dass ich diese Szene jetzt hier nicht hatte. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht gegessen. Weil jetzt ist Städtler nämlich dran an Jeremy Böde. Der kriegt jetzt hier in den letzten 5 Runden nochmal richtig Stress. Städtler versucht es außen. Das geht natürlich nicht. Jetzt auf der Start und Ziel. Da muss es passen. Und wir haben es vorhin gesehen. Er hat hier mit einem extrem späten Bremspunkt, hat er sich hier vorbeigebremst. Und das tut er jetzt auch. Versucht es außen, das passt nicht. Er muss einen weiteren Weg gehen und kommt aber trotzdem noch auf die... Und jetzt kommt aber hier von hinten Sascha Lestrange. Ja, wieder mit Rempler. Ich verstehe es nicht, warum das sein muss. Städtler kann ja auch zurückstecken, wenn er merkt, es wird zu eng. Das ist schade, weil das so ein bisschen die tolle Action kaputt macht. So, und jetzt hier zu dritt geht's hier auf die... Wahnsinn, Wahnsinn. Und was ich sehr, sehr beeindruckend finde, der Jeremy Böde, der weiß ja nun, wer da hinter ihm fährt. Aber der fährt hier in aller Ruhe seine Linie, macht hier überhaupt keine Anstalten, irgendetwas Platz zu machen. Oder, ne, pff, ja, der schmeißt die Türen zu, wie es kommt. Also ganz fantastisch. So, und jetzt trifft es hier Sascha Lestrange. Oi, 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 oi. Oh, und Göstädtler ist aber wieder vorbei. Und diesmal geht es ohne Berührung. Also, Lestrange hier wieder zurück. Also jetzt wird es richtig actionreich hier. So, und Städtler jetzt im Grün. Und Kormani sagt sich da hinten, wisst ihr was, mir reicht der 4. Platz. Es macht mal, macht mal. Das ist scheinbar jetzt hier vorne zu heiß. Kurz nochmal die Reihenfolge. Scheuerle ist jetzt gerade auch vorbei an Daniele Bonaventura, also der Daniel Scheuerle. Entschuldigung, wenn ich dann hin und wieder mal von dem einen nur einen Nachnamen sage und von dem anderen Vor- und Zunamen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach so aus dem... Kommt einfach so. Versuch mich zu bessern. So, Städtler zeigt sich immer mal im Rückspiegel. Weiß halt nicht, ob es einen Sascha Lestrange überhaupt interessiert.
Denk mal, die hier vorne fahren, sind alle sowas von obercool. So, jetzt hat er angetäuscht hier. Sensationelles Manöver. Aber auch hier gab es wieder eine Berührung. Das gucken wir uns nochmal an. Das müssen wir uns jetzt echt nochmal anschauen. Also, das war wieder ein echter Dettler. Würde ich mal so meinen. Wir gehen mal hier in die... So, hier sehen wir das. Und wir sehen auch, dass... Also, es war wohl, glaube ich, wieder eine Berührung. Wir gucken uns das hier mal an. Ja, wir sehen noch, dass Lestrange hier auch nach rechts rüberzieht. Also, ich weiß nicht so wirklich, mir steht es nicht zu, hier irgendein Urteil zu fällen. Ich weiß auch, dass man in solchen Situationen hektisch reagiert, nicht immer genau die, ja, genau das Richtige tut. Aber das war jetzt dritte Berührung in Folge. Ich weiß es nicht, ob es sein muss. Aber gut, es ist Rennsport und im Rennsport passiert das. Mehr Emotionen gehen kaum irgendwo, also von daher, ja, ist halt einfach so. So, mittlerweile auch Hagen Tröger und Peter Neuendorf ausgeschieden, also noch 16 Autos in der Grid hier. Also die Strecke fordert Tribute, das ist unzweifelhaft. Oh! So, gut, das war jetzt tatsächlich die Schuld von Gilles Stettler, aber es ist auch nichts passiert. Er hat Lestrange hier kurz berührt. Also überall, sonst sind die Abstände... Oh, nee, auf Platz 12. Hoppala! So, Stettler... Das schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Wir sind ja noch im Replay, sorry. Mein Gott, es tut mir so leid. So, hier war dieser Stupser. Und jetzt muss hier kurz drauf... Warum in Gottes Namen... Ah, das habe ich falsch gesehen. Alles gut. So. Ich meine, ich habe hier irgendeine Lichthupe gesehen. Kurz bevor da der Jeremy Böde da rausgerutscht ist. Also ich hoffe, dass ich mich da verguckt habe. So, wir gehen jetzt wieder live. Genau, wir sind live. Entschuldigung, ich muss jetzt einfach mal nachgucken. So, herzlichen Glückwunsch, Sascha Lestrange. Platz 2 für Gilles Stettler. Und Platz 3 dann letztendlich noch für Jörg Kormany, wenn ich das richtig sehe. Genau so ist es. Das sind die Top 3. Auf Platz 4 haben wir den Jeremy Böde. Ich glaube, der wird etwas sauer sein, könnte ich mir vorstellen. Moritz Kranz auf der 5, Marco Sauber auf der 6. Dann Daniel Bonaventura hier auf Platz 7. Etwas versöhnlicher diesmal. Platz 8 für Daniel Scheuerle, Platz 9, Steven Zecher, Platz 10 für Marco Blech, Platz 11 für Patrick Fester, Kai Kindermann auf der 12, Platz 13 Olaf Grabaum, Platz 14 Jochen Diep Giekenbrock, Platz 15 Gerold Pfeiffer. Das sind die, die hier das Ziel sehen werden. Noch sind nicht alle drin. Tja, so sieht's aus. Hier stehen wir auch einen ziemlich zerstörten Porsche. Das ist der von Hagen Tröger. Ja, so sieht's aus. Ein Hammerrennen. Das zweite für meinen Geschmack etwas zu aggressiv. Aber dass sowas passieren kann, das haben wir auch gestern im GT3 Cup gesehen. Also solche Rennen soll es geben. Und ich meine, hier ist richtig Ansage gewesen. So, dann wollen wir mal hoffen, dass die Herrschaften jetzt hier alle in den Livestream kommen. So in unseren Channel kommen zum Interview, so dass das hier auch dann, ja, ich sag mal, interessant wird. So, wir machen jetzt mal das mal so ein bisschen in die Mitte.
das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so lassen wir das. Oh. Interview, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich bekomme hier in der Kürze Gäste. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, jetzt geht's los hier. Der Herr Komani ist bereits da. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt auch noch zum Interview hier, zum dritten Lauf der GPCC auf virtualracing.org in der siebten Saison in Brands Hatch. Mein lieber Herr Gesangsverein, also ich will ja nichts sagen, aber hammergeil. Hammergeil, was hier abgegangen ist. Wir werden jetzt hoffentlich gleich die Laufsieger des ersten Laufs hier haben, den Sascha Lestrange, den Guy Stettler und den Moritz Kranz. Zwei davon haben wir schon. Ich weiß es nicht, ob der Sascha auch kommt. Der ist im Angestupst. NF-Channel, musst du rüberziehen. Ja, ich habe ihn angestupst. Warte, ich sag ihm nochmal. Das wäre lieb. So. Ich würde schon ganz gern beim dritten anfangen, wenn das nicht klappt. Kommt grad. Okay, super. Wunderbar. Ja, im Großen und Ganzen erstmal kurz mein Fazit. Der erste Lauf, super spannend, super geil, ganz, ganz tolle Action. Ein paar Zwischenfälle hat es gegeben, was auch auf dieser Strecke überhaupt nicht verwundert. Und jetzt kommt hier in unsere Kabine ziemlich verschwitzt und fertig der Sascha Lestrange. Mein lieber Sascha, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Wir sind erstmal beim ersten Lauf jetzt. Zum dritten Platz. Das war ja wohl das Fahren auf dem Millimeter und du hattest dann am Anfang zumindest und hattest dann aber doch einen Rückstand von 5, 6 Sekunden auf Gö. Hattest du irgendwann mal so die Chance, da ranzufahren oder hast du dir gesagt, ich nehme den dritten Platz mit, ich riskiere hier nichts? Hallo erstmal. Ja, ich bin Hallo. echt nass geschwitzt. Also, erstes Rennen, ja, ich bin hinter Gö und Moritz hergefahren, mehr war das nicht. Ja. Also ich konnte nicht angreifen und irgendwann habe ich ausgangs T1 irgendeine komische Bodenwelle erwischt und da hat es mich komplett ausgehebelt und da war das Auto Schrott. Also fuhr sich dann auch ziemlich scheiße. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre an Gö und Moritz nicht vorbeigekommen. Also wenn man gleich schnell ist, dann ist das schon echt schwierig. Außer der Ja. Vordermann macht wirklich einen Fehler. Genau. Also jedenfalls sehr beeindruckend, zumal ja auf dieser Strecke wirklich, ja, also da hätte man fast jedem Fahrer, auch Spitzenfahrern, Fehler verziehen. So wie bei dir zum Beispiel, das ist einfach passiert, das ist auf dieser Strecke fast nicht zu vermeiden. Umso erstaunlicher ist das, was der Gö und der Moritz da vorne veranstaltet haben. Jetzt kommen wir erstmal kurz zum Gö. Mein lieber Gö, ich bin etwas enttäuscht von dir, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast mir einen dritten Platz vorher gesagt. Ich habe hier meinen Hintern verwettet, dass du Dritter wirst und fährst dann ungefragt auf Platz 2 und auch noch mit so einem Abstand auf Platz 1. Erzähl mal ein bisschen. Tja, hallo erstmal. Also, was soll ich sagen? Es hat mir Spaß gemacht, das ganze Rennen Druck zu machen und hinter dem Moritz zu bleiben. Es gab dann zwei, drei Möglichkeiten, aber Moritz hat gekonnt die Tür zugemacht und mir keine Chance gelassen. Zwei, drei Runden vor Schluss habe ich es dann selbst an diesen blöden Curb dort fast weggeworfen. Hat dann doch geklappt und so bin ich zufriedener Zweiter. Und ich hatte gedacht, du hast die Wette gemacht auf dem Podium, oder? Erster, zweiter oder Nein, dritter, nein, so nein, nein, gern. nein. Du hast mir gesagt Platz 3 und Platz 5. Rennen 1, Platz 3, Rennen 2, Platz 5. Da kommen wir noch zu, mein lieber Freund. Da sind wir noch nicht durch miteinander. Also, das ist gut für unsere Zuschauer hier, die jetzt ganz verschreckt vor ihren Monitoren sitzen. Das ist Spaß. Also, wir wollen es mal betonen. Man weiß ja nicht, wer zuhört. So, ja, kommen wir zum Sieger des ersten Laufs und wirklich, mein lieber Moritz, vergiss mal den Ärger aus dem zweiten Lauf, obwohl der ja dann auch noch ziemlich viel Spaß gemacht haben muss. Aber kommen wir erstmal zum ersten. Die Handtücher, hattest du die parat und haben sie gereicht, um im Warm-up trocken zu werden, einigermaßen dich abzutrocknen?
Hallo erstmal. Ja, es ging. Also ich sag mal, ich habe damit gerechnet, dass der Gö mir da oder mich ziemlich unter Druck setzen wird. Was dann auch der Fall war. Ich hatte zeitweise den Eindruck, dass er eigentlich schneller kann. Er hat mir ein bisschen Abstand gelassen, ist wieder rangefahren. Das hat er ein paar Mal gemacht. Ja, umso glücklicher war ich dann, als ich gesehen habe, dass er sein Auto fast weggeworfen hat, wenn ich das mal so sagen darf, weil dann war ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich hatte so den Eindruck, gerade so in den letzten 3 Runden, dass deine Reifen ziemlich am Ende waren. Täuschte das oder war das so? Es ging, also das war eigentlich, naja, eigentlich nicht. Also ich konnte die Zeiten eigentlich durchgehend fahren. Es war dann zeitweise halt, ich sag mal, fahrerisches Unvermögen, wenn die Zeiten eingebrochen sind, Okay. aber das Setup und das hat eigentlich schon alles gepasst. Ja, wenn wir dich einmal hier haben und als Sieger des ersten Laufes, hast du auch das Recht, auch wenn du im zweiten Lauf jetzt nicht aufs Podium gefahren bist. Kannst du ganz kurz was zu dem Vorfall sagen, der dich fast, ich glaube, bis auf 13 oder 14 zurückgespült hat? Was ist da passiert? Und ja, erzähl mal ganz kurz. Na, das Ganze ging eigentlich schon am Start los. Normalerweise gibt es so einen Ton, sag ich mal, wenn die Ampel auf grün schaltet. Da war überhaupt nichts und ich habe die Ampel nicht gesehen. Und auf einmal fahren sie alle los und ich stehe noch da rum, Okay. ja. War dann nicht so toll. Dann Ende der ersten Runde ist ich weiß nicht, irgendeinem Teamkollegen von mir einer hinten rein, hat sich quergestellt und ich bin dann ja, einfach mit abgeflogen. Und bei dem Versuch, das Ganze wieder aufzuholen, hat es mich dann direkt nochmal gedreht. Da war ich irgendwie auf 18 oder 19 und dann, Ja, ja. Murphy's Law, so wie sich das gehört. Alles Ja, klar. Aber ein genau. sehr, sehr geiles Rennen dann im Nachhinein. Und ich meine, du bist dann, ich glaube, ich Platz 5 oder 6 angekommen. Ja, Das, Fünfter. ja, Fünfter war es. also sehr, sehr geil dann noch das Restliche. Also auch dazu noch herzlichen Glückwunsch. So, Dankeschön. kommen wir zu dem zweiten Lauf, wo ich so ein bisschen gemischte Gefühle habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr, sehr hart, was gerade ihr drei, die ihr jetzt hier steht, euch da geleistet haben. Wir müssten eventuell da sogar noch den Jeremy dazu holen, weil ja, das ist eine ziemlich grandiose Geschichte gewesen. Also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sascha, wenn du dir das nachher anguckst. Nimm mir meine Bemerkung bitte nicht so übel. Das ist halt in der Leidenschaft gesprochen. Also ich habe da so ein bisschen ganz vorsichtig dich kritisiert. Aber wir kommen dann gleich dazu. Kommen wir erstmal zu Herrn Kormani auf Platz 3. Mensch, Jörg, dass ich dich mal irgendwann ins Interview kriege. Ich bin ja so happy. Ja, aber Hammer rennend von dir. Also du warst ja dann zwischenzeitlich auf 4. Hattest du es zu dem Moment schon aufgegeben? Hast gesagt, okay, ich fahre jetzt da und will jetzt um 4 nach Hause und alles ist gut? War halt 4 gewesen. Also ich zweite Rennen war ich ziemlich lange Zweiter und hatte eigentlich gedacht gehabt, den Jeremy könntest du noch Knie kriegen und deshalb versucht ein bisschen Zeit abzuknabbern, das auch ging. Irgendwann tauchten dann Gö und Sascha hinter mir auf, wobei der Gö schon die ersten Andeutungen machte, so frei nach dem Motto, hier war eine Ecke, wo ich ein bisschen schneller war und vorbeigehen wollte. Das wollte ich aber nicht, weil ich, wie gesagt, der festen Überzeugung gewesen bin, dass ich den Jeremy da vorne noch kriege und die zwei sich doch da selber hinten begnügen können. Aber leider hat es da nicht geklappt. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht nach der langen Zwischengeraden in der Doppelrechts und ging dann auch vorbei. Ich denke mal, im Normalfall hätte ich vielleicht da auch noch zugemacht gehabt. Aber gut, direkt darauf, ich habe einen Stupser gekriegt, T1, da ist der Sascha noch vorbei, ja, und dann war eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. Also an den zwei vorbeizukommen, war eigentlich Utopie gewesen, wobei die sich doch sehr heißes Rennen geliefert haben und ich davon eigentlich ausgegangen bin, dass da gleich mächtig scheppert. Auch als sie den Jeremy eingeholt haben, war da noch hier und da eine Feindberührung gewesen. Aber irgendwo war da auch bei mir dann die Luft raus gewesen. Also ich wollte da jetzt auch irgendwo nicht mehr rein und hatte auch nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwo ranzugehen. Brauchte 2 Runden wieder wegen den Reifen und fühlte mich auf dem Auto nicht so wohl im Moment. Hat man immer mal so in so einem Rennen, was eine halbe Stunde geht. Und das kam leider genau zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte eigentlich angreifen müssen. Aber gut, am Ende P3 bin ich mit zufrieden. Vorbereitung war ziemlich schlecht bei mir diesmal gewesen für Brands Hatch. Ich hatte mich auf ein anderes Ligarennen vorbereitet gehabt. Und naja,
Bin aber auch nicht ganz das weiße Schaf geblieben. Ich glaube, am Anfang habe ich den Kai Kindermann am Start in T2 einen kurzen Stupser auf Text gegeben und ihn weggedreht. Auf diesem Wege, ich denke mal, hör zu, Kai, dicke, sorry. Aber das ist unglaublich. Du bist da am Gas, du weißt genau, was du da kannst, wie schnell du durch die Kurve gehst und dann ist da jemand vor dir und du wartest und wartest und wartest und du siehst die Meute im Spiegel, ja. 20 Fahrzeuge, die da an dir vorbei wollen und jeder könnte ja auch jeden Moment auch selber auf Heck einmal weggeben. Und du lässt da rollen und denkst dir, wieso zieht der das Gas nicht auf, ne? Und dann, ja, hat er einen kleinen gekriegt, hat sich dann auch leider komplett eingedreht, ja, und naja, tut mir auf diesem Wege nochmal leid. Ich weiß nicht, was da noch rauskommt. Ich glaube, das war noch nicht der schlimme Stupser. Ich glaube, der Kai hat nochmal einen schlimmeren wegbekommen. Aber gut. Nein, das, was ich meinte mit dem vierten, das war, ich glaube, 2 oder 3 Runden vor Schluss, als du warst die ganze Zeit auf 2 und dann gab es irgendwas, das habe ich leider nicht mitbekommen, wo du dann auf 4 zurückgefallen bist, wo auch der Sascha dann an Gö vorbei war und ja, egal. Wir kommen erstmal zum Zweitplatzierten, mein lieber Gö. Also du weißt ja, ich hege für die Schweiz und für die Schweizer im Besonderen eine besondere Sympathie. Und von daher freue ich mich jetzt schon wieder auf dein... Erzähl mal ein bisschen mehr, weil ich mag deinen Dialekt so. Nein, das ist Quatsch. Mein lieber Gö, du bist hier in diesem Rennen zuletzt, ich glaube, gefordert worden. Ich habe ja viele Rennen von dir gesehen und du hattest viele enge Zweikämpfe. Aber das war schon ganz hart jetzt an der Grenze, oder? Ja, also erstmal übrigens ganz herzlichen Dank, Lutz, für deinen unermüdlichen Einsatz, den du da bringst und dass du da als One-Man-Show zur Stelle bist. Also, sei froh. Ich glaube, ihr habt ein gutes Rennen gekriegt und für einmal kann man, glaube ich, sagen, war ich der aggressivste Mann im Feld. Auch wenn es nicht ganz aufgegangen ist. Mhm. Also, mein sehr geschätzter Teamkollege hat sich also mit Händen und Füßen gewehrt und Ja. Manchmal nebendran und musste wieder zurückstecken und musste aufpassen, dass der Sascha nicht vorbeigeht. War ziemlich an der Grenze, aber natürlich alles fair. Aber als ich dann am Jörg vorbei war, ging es 2, 3 Runden. Ich war am Jeremy dran, auch dort wieder Sascha im Windschatten. Und wenn du einfach keine Luft hast hinten und eine Attacke fährst, andere Linie oder so, dann hat Sascha einen Zentimeter eine Lücke gefunden und konnte sich vorbei mogeln. Ja. Und ja, so ist es dann auch gewesen. Klar, es gab einen kleinen Stupser, aber ich glaube, ich habe auch aufgetan. Also, was war das? That's Racing. Ja. Und wie gesagt, aber von meinen Attacken hat es mich erstens selber nicht weggedreht und zweitens habe ich keinen gekriegt und auch keinen ausgeteilt. Also, es war von dem her in Ordnung und war wirklich eines meiner aggressivsten Rennen überhaupt. Bin froh, dass es gut gegangen ist. Gratuliere dir, Sascha, war auch also wirklich optimal. So, bevor wir jetzt zum Rennsieger kommen des zweiten Laufs, zum Sascha, ich sehe, der Jeremy ist hier. Mein lieber Jeremy, du hast ein Hammer Rennen geliefert über 20 Runden weg und in der letzten Runde hat sich das irgendwie auseinander dividiert. Also ich konnte im Replay es nicht so hundertprozentig sehen. Vielleicht kannst du mal dazu etwas sagen, weil dass du hier ins Interview kommst, das hast du dir verdient mit diesem Rennen, definitiv. Erzähl mal ganz kurz, ich hoffe, du hast die Ruhe, um das zu erzählen. Ja, mittlerweile geht's wieder. Ja. Ja, fass es nicht. Der hat mal 20 Runden und dann schmeißt er einen Kaspersky raus, weil Lizenz abgelaufen ist, obwohl ich da schon Milliarden mal bestätigt habe und Kaspersky ausgestellt habe. Ich verstehe es nicht. Okay. Gut. Gut, dass ich nicht Kaspersky heiße. Genau. Also ich habe tatsächlich gedacht, dann muss ich mich bei Sascha sogar noch entschuldigen, weil ich hatte gedacht, er hat dich berührt. Und nee, war nicht. Ja, okay. Dann also gut, dass wir jetzt hier das noch live klären können. Deswegen war das mir wichtig, dass du hier nochmal reinkommst. Also grandioses Rennen. Ich sag mal, für dich muss es ja auch extrem anstrengend gewesen sein. Ich meine, du wusstest, wen du da hinter dir hast und hast die wirklich auf Distanz, aber hinter dir gehalten. Egal wie, irgendwie hast du es geschafft. Hab's irgendein Rezept oder hast du einfach nur einen Spiegel weggeklappt und hast gedacht, lass die machen hinter dir und bist dein Ding gefahren? Ich bin im Prinzip eigentlich mein Ding gefahren und dann, ja, ich dachte mir, ne. Nö, ja, also eigentlich gibt's im Vans Hatch ja sozusagen nur eine Linie. Also ist es eigentlich sowieso sehr schwer eigentlich, ja, vorbeizukommen. Und deswegen bin ich auch eigentlich meistens auf meiner Linie geblieben. Okay,
Alles klar. Ich hab dann versucht, irgendwie abzuwehren, wenn auch mit ein paar Rennplan. Gut, also immerhin ist es ja noch Platz 4 geworden, also ein paar Pünktchen gibt es auch noch dafür. Und es ist sicherlich was anderes als ein Rennsieg, das mag ich dir aufs Wort glauben. Trotzdem, Kopf hoch und das nächste Mal möchte ich dann hier sowas in der Art wiedersehen. Okay. Kommen wir...